Ja, hallo Samu Fitwi, hier direkt nach dem Rennen des Halbmarathons. Wie war es aus deiner Sicht? Wie lief's? Also das lief super und wir sind ja froh, dass wir hier Veranstalter Wettkampf zu haben. Und also hier war ein bisschen kalt und windig, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Unter 62 knapp gelaufen und die letzten 500 Meter war es noch ein bisschen Muskulatur zugemacht und konnte ich nicht mithalten. Aber ich bin happy mit dem Ergebnis. Was sagst du so zur Dynamik des Rennens? Ihr wart eine sehr große Gruppe, konntest dich immer gut verstecken. Wie lief das da? Ja, ich konnte gut verstecken. Und ich bin immer mitgelaufen in der ersten Gruppe und war top und super. Und ja, gegen den Wind kann man ja auch nichts machen. Ich bin sehr happy. Ja, jetzt hatte Richard das mal kurz angezogen zwischendrin. Wie war das? Ging da so ein richtiger Ruck durch oder was hast du da gedacht? Ja, ich habe auch mitgegangen und dann am Ende dann die letzten halben Meter, 500 Meter und dann hat die meine Muskel konnte nicht mitmachen, so gemacht und dann habe ich dann einfach meine Tempo gehalten und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Was kommt jetzt noch bei dir als nächstes? Was steht an? Trainingslager? Welche Wettkämpfe hast du so ins Auge gefasst? Jetzt noch Trainingslager, noch 2 Wochen. 2 Wochen bis 3 Wochen, um dann noch 10.000 Meter in Spanien zu laufen auf der Bahn und noch danach vielleicht Deutsche Meisterschaft dann im Mai. Jo, und dann schießt du schon Richtung Olympia noch? Was? Ja, ich hoffe, die Olympischen Spiele das stattfinden noch. Und ja, das Ziel ist, dass bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Okay, Samu, dann vielen Dank, dass du kurz Zeit hattest. Hol dich gut und ab ins Warme, ja? Ja, vielen Dank.